Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. So, wir sind wieder zurück und ja, wir folgen jetzt Marin. Vielleicht soll ich noch eins erwähnen, und zwar habe ich jetzt meine ganzen Punkte zurückgesetzt und sie hauptsächlich in mein Überleben gesteckt, in meine Macht und in meine Doppelklinge, wie ihr hier sehen könnt. Und ein paar Punkte noch in meine Parierstange. So, das wollte ich noch erwähnt haben. Also, weiter geht's. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein Ziel wird. Ja, und bringen wir diese Codes zu Sia. Okay, das ist der nächste Auftrag. Hey. Der Bohrer dort wird ein Problem sein. Droide, schalt hinaus! Wow. Das Ding hat uns bemerkt. Oh mein Gott. So knapp, oder? Jawohl, es hat funktioniert. Das war knapp. Ich bin beeindruckt. Wow. Oh mein Gott, Marin, das tut mir leid. Die Arme hat es voll an den Kopf bekommen, Mann. Nein, da war die Stange, Leute. Das habe ich nicht gesehen. Aber voll die Action hier. Ah, ich hätte nochmals nach oben springen müssen. Also. Himmel. Die Macht war mit mir. Ich sehe einen Weg rein. Dann beeilen wir uns. Oh mein Gott! Geschafft. Ja, krass, Mann. Wir sollten nicht den Pilgerweg zur CS-Basis nehmen. Es gibt noch einen Weg, aber die Imperialen patrouillieren. Wir schaffen das. Wow! Das war... richtig Action, Leute. Gegner nähern sich. Hoffentlich bist du bereit. Ja. Fliegt, wenn euch euer Leben lieb ist. Greift euch an! Unser Freund ist zurück. Oh, toll. Wie cool ist das denn, Leute? Danke nochmal für den Talisman. Voll die Action. Machen wir eine Pause. Also, wir geben uns etwas Leben zurück, würde ich sagen. Und jetzt können wir die Wachen hier drüben verarschen, oder?
Sind sie nicht wieder da? Nein. Ich dachte. Oh mein Gott. Hier hoch? Nein, hier durch. Es geht tief nach unten. Das sind ja viele. Cool. Ich habe einen weiteren Punkt. Mach dich kampfbereit. Und platt waren die Jungs. Was sie erfinden werden. Gut. Sie dürfen nie erfahren, dass der Pfad hier war. Hey, ein Eindringling! Voll das Dream Team! Das läuft ganz solide. Spucke. War das fürs Glück? Nein, für mich. Spring durch, Kerl! Jetzt! Mit Anlauf, oder wie? Oh mein Gott, oh mein Gott. Das glaubst du doch nicht, oder? Alter, das ist mir zu viel Action. Oh mein Gott. Das war knapp. Du schaffst das. Dieses Ding muss eine Schwäche haben. Jawohl. Alter, was geht hier? Oh mein Gott! Nicht übel, Kerl! Dank mir nicht zu früh! Oh mein Gott! Hast du Spaß? Was? Du etwa nicht? Nein! Ja.
mein Gott, hüpf, hüpf, hüpf. Ich habe eine Idee. Ich brauche eine Chance. Gemacht. Es ist ein Ritual, das ich nach meiner Rückkehr nach Datomir entdeckt habe. Es ist anstrengend. Alles okay? Absolut krass. Komm schon, bring dir diese Codes zu Seer. Ich speichere hier aber nochmals, weil, wow. Die Macht ist mit mir. So, wir haben einen neuen Punkt, den knallen wir direkt... entweder Lichtschwert oder Macht rein. Ich muss mal schauen. Oder Verwirrung? Wo wollte ich den reinmachen? Schneller Fokus, oder? Hier brauche ich zwei, hier brauche ich einen, hier drei gleich. Hier mache ich den rein. Genau. Gut, Leute. Wir gehen weiter nach der Achterbahnfahrt. Absolut genial. Hat echt Spaß gemacht. Allerdings bin ich ein paar Mal gestorben. Also, aber gut. War trotzdem genial. Jetzt sind wir wieder hier. Ah ja. Cool. Jetzt geht es also wieder zurück durch die Wüste, Leute. Und Moment mal. Wisst ihr was? Ich glaube, ich komme jetzt hier nach oben. Wir probieren es aus. Ja, es funktioniert. Hier oben war ja etwas, was ich einsammeln wollte. Und zwar hier um die Ecke. Genau, das Teil. Na also Leute, ich hab's. Na also, ein neuer Fähigkeitenpunkt. Den nehmen wir doch gerne mit. Und jetzt können wir hier rüber. Gut, wir speichern hier ab. Es gibt nur die Macht. Und ich mache den Punkt gleich
vielleicht in mein Überleben rein, oder? Also, hier brauche ich einen Punkt. Hier einen und hier einen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wohin mit den Punkten, ne? Oder in meine Parierstange, die wollte ich ja auch noch fertig machen. Ah, hier brauche ich zwei, hier zwei und hier einen. Wir machen mal das. Das ist doch cool. Denn dieser Kampfstil gefällt mir, wenn ich ehrlich sein soll. Und natürlich meine Doppelklinge. Bereit. So, ja. Wir sind bereit und... Ja, jetzt ist die Frage... Sollen wir die Leute hier platt machen? Wow. Immer an die Ausbildung denken. Ich fühle mich schwach, BD. Danke, genial. BD. Okay, Leute, aber ich glaube. Wir nehmen die Abkürzung. Die Schnellreise. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn hier. Zwar muss ich hier hin, oder? Ja. So, los geht's. Wir sind wieder zurück und ja, zu der guten Frau muss ich jetzt. Sia, wir konnten Amias nicht retten. Er hat sein Leben hierfür gegeben. Mein Beileid. Ich weiß, du hast dein Bestes getan, Kerl. Und das Imperium hat uns nicht verfolgt. Hey, Schrottsammler. Schön, dass du noch ganz bist. Meister Cordova, habt ihr nun einen Weg durch den Abyss? Nein. Doch du vielleicht, Kel? Bode und ich sind im Archiv auf einige interessante Daten gestoßen. Präsentieren wir den Fund. Jetzt aber. Vor Jahrhunderten gründete die Republik eine Kolonie auf Kobo, um eine Sternenanomalie zu untersuchen, die als der Abyss bekannt ist. Santari Cree leitete das Forschungsteam. Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Die Republik stand kurz davor, das Projekt wieder abzubrechen. Du wärst dann wohl freiwillig hineingeflogen und hat auf der anderen Seite einen Planeten entdeckt? Dagon. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass, um andere sicher nach Tanalar zu bringen. Die Republik gründete dort eine Ansiedlung, die Jedi bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete eine Zeit voller Frieden und Wohlstand, als Marodeure aus dem Outer Rim angriffen. Ja, die habe ich auch gesehen, aber wie kamen sie durch den Abyss? Wohl nur mit einem gestohlenen Kompass.
Keine Sorge, wir sind nicht so unvorsichtig. Wegen der Übermacht gab die Republik Tenalo auf. Und der Rat der Jedi befahl Kree, die Kompasse zu zerstören. Der Gengera weigerte sich und begehrte gegen den Orden auf. Das ist ein Gendai. Sie verbünden sich nicht oft mit anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger mit Degen zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Degen brachte sie deswegen um. Ein Jedi, der andere Jedi tötet. Aber Santari hat gesagt, dass Degen der Schlüssel nach Tenalor ist. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen konnte ich die Kompasse, die du mir gebracht hast, nicht reparieren. Jedoch sind laut den Aufzeichnungen 3 davon verschwunden. Da draußen könnte es also noch einen geben. Ja. Degen hat seine Armee auf die Suche danach geschickt. Ihr könntet bleiben und uns helfen, aber ich kenne diesen Blick. Welchen Blick? Hoffnung. Dieser Planet ist eine Zuflucht für alle, die sich gegen das Imperium auflehnen. Also kommt ihr mit uns? Ich meine, Grease könnte auf der Mantis Platz machen. Für alle. Nein. Dieser Ort braucht mich. Der versteckte Pfad braucht mich. Cordova? Es tut mir leid, mein Freund. Im Moment ist mein Platz auf Jeddah mit Seer. Ich gebe dir einen Datenstick, damit du auf unsere Daten Zugriff hast, wo immer dich deine Reise hinführt. Lass mich raten. Du willst auch bleiben? Als wir uns kennenlernten, dachte ich, das, was uns verbindet, ist einzigartig. Überlebende. Im Kampf gegen das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Ja. Dank dir weiß ich bin nicht allein. Ging mir genauso. Doch die Galaxis ist voll mit Leuten, die unser Schicksal teilen. Wie es hier schon sagte, vielleicht hast du eine Zuflucht für sie gefunden. Vielleicht, wenn wir einen Weg finden. Ich begleite dich. Außerdem ist es schon wieder viel zu lange her, dass Grease die Haare zu Berge stehen. Wir sehen uns auf der Mantis, Schwester der Nacht. Ja, cool, die kommt mit. So, bringe die Kontaktcodes zu Seer. Das habe ich gemacht und jetzt neues Ziel. Suche. Und mein neues Ziel lautet jetzt, suche auf Kobo nach dem Kompass. Na also. Das machen wir, Leute. Da wartet der Gute auch schon wieder. Da bist du ja. Die Mantis ist in perfektem Zustand und startbereit. Also, wohin geht's? Zurück nach Kobo. Kobo. Wir brauchen einen speziellen Kompass zur Navigation durch den Abyss. Ein Kompass? Okay, klar doch. Was immer du sagst, Kleiner. Oh, und Marin kommt auch mit. Moment, was? Marin kommt mit uns? Warum sagst du das erst jetzt? Ich hätte sauber machen können. Na, großartig. Naja, muss so gehen. Jetzt, wo Marin bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant, Kumpel. Also, suche auf Kobo nach dem Kompass. Nimm Kurs auf Kobo! Die Mantis hat sich verändert. Ah ja, Cal und Bolt sind keine gute Putzkolonne. Ich habe heute Morgen geputzt. Warte, habe ich das? Nein, habe ich nicht. Meine Schuld. Marin, ich wusste nicht, dass du kommst. Vielleicht mache ich uns Scarce Steaks. Warum bist du wieder mitgekommen? Seer und ich denken, dass Tenalor eine Zuflucht für vom Imperium Verfolgte sein sollte. Vom Imperium verfolgt, was? Langsam wird's voll hier.
Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Ah, jetzt darf ich mich wieder setzen. Bam, Kobo, Leute, wir sind wieder zurück. Willkommen auf Kobo. Kerl, zum Glück bist du zurück. Hier war was los, einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt, sie haben sie mitgenommen. Das war ein Droidnapping. Ich hoffe, mein ein Droidnapping. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagon. Er will nach Tenalor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Wir müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Lucahal-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Es hat sehr viel Feuerkraft. Genau wie wir. Sie hat recht. Zeit, dass wir loslegen. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was sie wollten. Jetzt sind sie in ihrer Festung und fühlen sich sicher. Sie werden es nicht erwarten. Vielleicht nicht. Aber liegst du falsch, werden sie Rache wollen. Keine Sorge. Ich bleib hier und sehe nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass sie nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schöne Axt. Ich bin Mosey. Maren. Na dann. Ich spähe voraus. Wir sehen uns. Ja, dann gehen wir nochmals in Hylons Saloon rein, würde ich mal sagen. Es gibt nur die Macht. Wir speichern hier aber ab. Ganz kurz und dann alles klar, gehen wir. Schauen wir mal, ob wir was Neues kaufen können. So, diese Tür ist noch zu. Hat immer zu tun. Ja, die Bude ist richtig voll geworden. Weißt du, du hast diesen Kernwelt-Flair. Steht dir gut? Kommst du aus dem Kern? Schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe mit einigen der klügsten Köpfe von Coruscant die galaktische Ökonomie studiert. Und ich habe mit angesehen, wie dieselben klugen Köpfe stumm und still ihr Talent vergeudeten, während echte Chancen an ihnen vorbeizogen. Echte Chancen? Ach, du weißt schon. Steuerfreier Handel, außergesetzliche Importe und so weiter. Oh, du meinst Schmuggel? Ich meine, die Galaxis bettelt darum, dir die Taschen füllen zu dürfen. Du musst nur mitspielen. Mhm. Ein Schmuggler, Leute. Kerl, ich muss dir etwas gestehen. Und jetzt kommt's. Von den Geräten, die ich Ramis verkaufen wollte, gibt es im Tal noch mehr. In einem Gebäude in der Mitte. Du kannst es nicht verfehlen. Ich dachte, du gehst dahin, siehst es dir an und was du findest, teilen wir. Halbe, halbe. Mal sehen, Törgel. Mhm. Untersuch die Anlage im Zentrum des Tals. Tja, soll ich das jetzt machen, ist die Frage. Das wäre dann das hier, oder? Nein, das ist, das ist die aktuelle Mission mit sie. Also noch einige Nebenmissionen, Leute. KJ. Was haben wir denn hier?
Ah, neuer Laden. Fähigkeit. Ein Upgrade für Karls aufgeladenen Schuss im Blasterkampfstil. Aufgeladene Schüsse treffen jetzt Gegner in der Nähe des Ziels. Halte Y und lasse dann los, um den ausgerüsteten Spezialschuss abzufeuern. Okay, aber das benutzen wir nicht wirklich. Ist das alles? Na schön. Barkeeper. Du siehst milde aus. Entspann dich mal. Hey, Cal. Ich hab eine Info, die nützlich sein könnte. Hey, Monk. Angeblich planst du, meine neue Lieblingsdruidin zu retten. Das habe ich vor. Bevor du losprescht wie ein Schlammhorn durch eine Feuchtfarm, habe ich noch ein paar Infos. Die Raiderbasis befindet sich in einem verlassenen Lukahalk-Kampfschiff. Schon mal eins gesehen? Ein paar Mal. Dann weißt du, wie tödlich die Dinger sind. Das Schiff mag abgestürzt sein, ist aber immer noch voller Verteidigungsgeschütze und umprogrammierter Kampfdruiden. Woher weißt du das alles? Ich lese viel. Schnapp dir sie und hau ab, bevor der ganze Schwarm sich auf dich stürzt, hm? Danke für den Rat, Monk. Sei vorsichtig da draußen. Bis zum nächsten Mal, Kumpel. Privater Tisch. Alles klar. Langsam, alter Mann. Grüßt man so einen Fremden? Mein Name ist Dana. Mein Freund Grog hier hat schlechte Laune. Oh ja, ich hab schlechte Laune. Kerl, das ist BD1. Keine Ahnung, ob du schon weißt, Kerl, aber Grog und ich haben in der Baggerschlucht gerade richtig Kasse gemacht. Nachdem Dana eine halbe Tonne Durastahl auf mich hat fallen lassen. Ach, das war keine Absicht. Diese Schauderpede meinte es ernst. Du warst dem Druck nicht gewachsen. Nicht gewachsen? Die Frau hätte mich fast umgebracht. Hat praktisch schon meinen Nachruf erfasst. Oh, Zeit für dein Nickerchen, mürrischer alter Grog. Spinnerin. Miese Peter. Ja. Hey, Kleiner. Ich habe schlechte Nachrichten über unseren Lieblingsfanatiker auf Ordo Aris. Ich weiß bereits, dass Sorg Tormo ein neues Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Ach so? Einer deiner Stammgäste hat mich informiert. Sie hat die Haxion-Brut beobachtet. Also sind wir diesmal einen Schritt voraus. Man sollte meinen, der Typ würde es mittlerweile bleiben lassen. Wow, okay. Ja, jetzt ist die Frage, was mache ich als erstes? Ich glaube, ich mache die Hauptmission, Leute. Ach, herrje, ist die weit weg. Komme ich da überhaupt schon hin? Oh, das wollen wir einfach mal schauen. Moment mal, kann ich eigentlich bei Seas Laden noch was einkaufen, obwohl der ja jetzt gekidnappt worden ist, oder? Was ist das? Endlich haben diese nervigen Jawas aufgehört, an meiner Abbaustelle rumzulungern. Ich habe im Wald einige Jawas gesehen. Tja, jetzt siehst du sie dann nicht mehr. Sie haben ein kleines Dorf auf der anderen Seite der Schlucht errichtet. Seitdem hat keiner mehr was von ihnen gehört. Kein einziges Utini. Vielleicht sehe ich mal nach, wie es ihnen geht. Wirklich? Mann, du hältst dich wohl für irgendeinen Helden. Sieh nach der Java-Ansiedlung. Hat sich jetzt hier die Mission geändert? Nein, würde ich mal sagen. Wir gehen nochmals kurz nach oben. Und zwar hier.
Pylon Saloon. Okay, wir können hier nichts kaufen. Ja gut, dann machen wir jetzt dann doch die Hauptmission. Der Garten sieht durchaus respektabel aus. Hier ist unser Gärtner. Dank deiner Kultivierung konnte ich unseren Garten vergrößern. Hi, Peely. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja, wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber, wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz. Aha. Und jetzt kann ich hier hochklettern, Leute. Lass mich raten, hier oben ist etwas zu mitnehmen, oder? Jawohl. Sehen wir uns das mal an. Oh je, wieder ein Gegner, oder? Jetzt geht's gleich ab. Ein Aufständischer! Ich sehe dich. Ich kann ihn besiegen. Lasst euch von ihm nicht teilen. Yeah, abgeschlossen. Nice, Mann. Okay, das hat funktioniert. Ah, cool. Wir haben wieder einen Punkt erhalten, Leute. Super.
lass dir von niemandem nichts stehlen. Welche Richtung muss ich denn eigentlich? Eigentlich egal. Diese Bastarde hier sind überall. So, wir haben aber wieder einen Punkt. Den mache ich doch mal in meine Macht rein, oder? Hier brauche ich zwei. Und hier brauche ich einen. Okay, Leute, aber dann würde ich doch mal sagen, ich beende diese Episode hier. Wie immer danke ich euch natürlich fürs Zusehen. Gebt mir noch ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns aber auch schon bald wieder in der nächsten Folge.